Ja, Mahlzeit zusammen. Wir sind zurück in Dark Souls, wo in der letzten Folge meine eigene Blödheit und meine dummen Ideen mich eingeholt haben und mich das Leben gekostet haben. Wir haben da so einen komischen goldenen Ritter befreit, wo ich im Nachhinein auch nicht sicher war, ob das jetzt eigentlich so die beste Idee war. Ein Busch. Ja, der hat uns dann mal, weil ich dann der Meinung war, auf den kannst du immer fröhlich einstechen, das Leben gekostet. Oben aus dem Menü raus, so. Von daher fangen wir wieder hier unten am Leuchtfeuer an. Wir hatten hier diese schöne kleine Abkürzung gefunden. So. Katschum. Ich habe dann beim letzten Mal auch mal festgestellt, ich habe jetzt quasi nur 10 Folgen dafür gebraucht, um herauszufinden, dass sich meine Ausdauer schneller regeneriert, wenn ich das Schild nicht oben halte, sondern wenn ich es runterlasse. Ist ja auch irgendwie einleuchtend, so ein Schild die ganze Zeit auf halb 8 hängen zu haben. Das könnte ja schon mal unter Umständen anstrengend werden. Wir haben ja dazu gelernt. So, Junge. Ich muss erstmal meinen Geduldsmodus wieder anschalten. Der Dicke müsste jetzt wieder weg sein. Jetzt müsste jetzt nur noch genau. Dicke Moppel. Königreich für eine Atombombe. Ja, das war nix. Zack, zwei auf einen Streich. Ah, guck mal an. Autsch. Meine Güte, ist aber auch eine Menge hier. So. Schicht im Schacht. Ach ja, die Sachen hatten wir ja schon wieder geholt. So. Leute, weg hier. Ich bin nur gerade überlegen, ob ich nochmal hochgehen soll. Geben wir uns das nochmal oder lassen wir das? Das ist die große Frage. Ja, komm. Warum auch nicht? Jeder hat eine zweite Chance verdient. Chance. So. Ah, ich bin gerade überfragt, ob ich hier überhaupt richtig bin. Ich glaube, das war hier nicht. Da oben war was anderes. Oh, noch eine Leiter. Endlich haben die Leitern ihr Ende gefunden. Das war hinten, genau. Das war ja hier im Kopf quasi. Wenn man das so nennt. Ich weiß nicht, ob man es so nennt. Von Kirchenkonstruktion habe ich nicht die geringste Ahnung. Hier war das richtig. Richtig. So.
ausgleichende Gerechtigkeit. Ja, wir blocken das will immer noch nicht so ganz. Ja, beziehungsweise das Blocken will schon, aber das konnte dann irgendwie nicht. Irgendwo an irgendeiner Stelle stelle ich mich da noch zu doof an. War das hier? Ah ne, den hatten wir da, glaube ich. Ja, den hatten wir da schon rausgeprügelt. Das war hier hinten durch. Ja, also für diese Framerate-Einbrüche kann ich überhaupt nichts. Das liegt am Spiel. Ich möchte mal behaupten, mein... der geht da oben schon. Ja, gut. Aber er kann uns immer noch nicht schneiden. Okay, der macht, glaube ich, kurz einen Prozess mit uns. Weltbewegend Schaden machen wir den aber auch nicht. Ja, okay. Ich glaube, das wird eine schnelle Geschichte. Der bricht da so durch... ja, so durch mein Schild durch. Alles klar. Also, wir vermeiden es, da wieder hochzugehen. Ist ja auch, ja. Meiner Blödheit sei Dank. Ne, hier ist falsch. Ich hoffe nur, der findet den Weg nie durch diesen Bretterverschlag durch. So, also wieder rauf auf die Kapelle gekraxelt. Ich frage mich jetzt natürlich, ob das schon die Kapelle der Untoten ist. Und wir quasi kurz davor stehen, die erste Glocke zu läuten. Dann wäre ich mit meiner Schätzung für Ende des Jahres ja doch ein bisschen daneben gewesen. Aber ich denke auch, wir machen in letzter Zeit dann doch einigermaßen Fortschritt. Auch wenn ich immer noch zu doof zum Kontern bin. Ich meine, ich weiß, das Spiel würde wahrscheinlich um einiges einfacher werden, wenn ich das zur Perfektion beherrschen würde. Den Käse mit dem Kontern. Tue ich aber nicht. Ja, manchmal will es. Ich habe so meine hellen Momente. Oh, hier, zwei auf einen. Das ist ja aber hallo. Sehe da also doch noch Hoffnung, dass ich das mit dem Kontern noch erlerne. Das, also ich war gerade selbst von mir überrascht. Zweimal hintereinander. Ist aber auch schwer, da einen Zeitpunkt zu finden, wo man da mal in Ruhe zuschnetzeln kann. Ja, komm. Dann du halt auch noch. Aber wir haben ja hier genug davon. So, jetzt muss ich nur erstmal wieder kurz da hochgehen. Muss mal meinen Krempel wieder einsammeln. Okay, da war ja noch einer.
Ja, da war mein Timing wieder. Also ich habe jetzt eigentlich instant danach gedrückt. Ich habe jetzt noch nicht so ganz raus, warum er dem da jetzt nicht den finalen Stoß verpasst hat. Aua. Ja, das läuft wunderbar hier. Ich merke das schon. Wir üben das Kontern. Es will nicht. Es will einfach nicht. Ist es wieder vorbei. Ja, ich glaube, wir haben ihn ein bisschen eingeschüchtert. Ja, komm. Einmal versuchen wir es mit dem Kontern noch. Ja, wieder nicht. Meine Güte, der Kerl, der hält ja länger auf als so manch ein Bossfight. Ja. Oder halt so. Wir nutzen die Gunst der Stunde, holen unseren Krempel wieder. Also ich glaube, ich kann all mein Gelaber von Fortschritt zurücknehmen. Das hier ist ja wieder... Ich glaube, ich habe jetzt 10 Minuten mit dem einen da aufgehalten. Und bin mit dem Kontern immer noch nicht weitergekommen. Also irgendwie fehlt mir da die nötige Finesse oder so. Ich weiß es auch nicht. So, dann gehen wir mal hier oben durch den Nebel. Wahrscheinlich in unseren Tod rein. Den Hinweis, den nehmen wir noch mit. Brauchst Geist. Ja, wo soll ich den denn herkriegen? So. Geschafft. Warten. Gelobt sei die Sonne. Yeah. Ich glaub's nicht. Die erste Glocke. Ich glaube, mir gefällt nicht, was da jetzt kommt. Nein, es gefällt mir nicht. Super. Ja. Auf dich habe ich mich gefreut. Ouch. Oh ja, hast gar nicht getroffen. Haha, hast gar nicht getroffen.
Das war knapp. Ja. Haha. Autsch. Autsch. Immerhin, wir haben ihn schon zweimal getroffen und sind tot. Ja. Die Taktik für den, da bin ich ja auch mal drauf gespannt. Juhu! Und wieder von vorne. So, mal gucken, ob wir jetzt schneller durch die Kapelle da durchkommen. Also 10 Minuten mit so einem Kampf gegen einen von diesen niederen Typen zu füllen, ist ja eigentlich auch nichts in der Sache. Armbrust immer noch leer. Ich dachte gerade, vielleicht wenn er da am Rumschweben ist, könnte ich ihm so ein paar mit der Armbrust dengeln. Ach ja, halt, da war ja. Hier. Au. Ich piek's dir in den Fussi. So. Ja, Junge, was haben wir gelernt? Auf Treppen kämpft man nicht. Kleine Scherbe. Ich wünschte, es gäbe hier sowas wie den Köcher der Unendlichkeit, wo einfach dann unbegrenzte Bolzen drin sind. Eventuell würden uns die dann doch schon um einiges mehr helfen als... So. Schwupp. Auch noch Ausdauer regenerieren. Ja, genau. Versprechend aus. Noch 10 Heiltränke. Gut, ich kam jetzt eben auch nicht dazu, die zu benutzen. Tun wir das jetzt. So. Ja, auf ein neues. Muss ich mir jetzt eigentlich das Video schon wieder angucken, oder? Und wie komme ich an mein Zeug ran? Das lag dann doch relativ zentral auf dem Dach. Ja, eine neue Nachricht. Raus Menschlichkeit. Wofür das denn? Ah, der ist wieder da. Ich bin gleich für dich da, mein Freund. Au. Ja, das funktioniert wunderbar hier, das. Immerhin können wir den abblocken. Haha. Ja, wieder die Ungeduld.
läuft schon fast zu gut hier, das. Ja, natürlich, da kommt dann auch der zweite dabei, genau. Ja! Natürlich kann der Feuer atmen. Ja. Dabei lief es so gut. Es hätte mir klar sein müssen, es war zu gut. Ach ja. Ich sag ja, das Spiel ist ein Arschloch, von vorne bis hinten. Ich glaube schon wieder falsch. Da wähnt man sich gerade in Sicherheit und hält das Ganze für machbar. Schwupp, kommt ein zweiter Gargoyle dabei und der kann auch noch Feuer pusten. Ja, was machen wir jetzt mit den beiden? Was ist denn mit dir passiert? Runtergesprungen? Wahrscheinlich. Macht man ja auch nicht. Ja, gut. Also so grob ab ein Viertel HP kommt dann noch der zweite dabei. Der hat dann zwar auch nur ein Viertel HP, aber ja, kann Feuer pusten. Ich habe bis jetzt keine sonderlich gute Abwehr herausgefunden, wie ich Feuerpuste entgehen kann. Da müssen wir uns aber mal was überlegen. Au. Indem wir dem erstmal ein Messer sprengen, genau. So. Ja komm, wir nehmen dich mit. Als Köder. Funktioniert. Und Peaks. Autsch. Und Peaks. So. Kommt mit, meine Freunde. Adventure Time! So. Ja, wie gesagt, was machen wir mit dem Feuerpuster? Ich habe keine Ahnung. Also mein Schild blockt jetzt, glaube ich, auch nicht sonderlich viel Feuer ab. Ja, ja, ich brauche Menschlichkeit. Du mich auch. Ich weiß nicht, in welchem Universum mir die Menschlichkeit da helfen könnte. Eventuell könnte ich dann... Ich habe mich dann nochmal schlau gemacht mit diesen Rufzeichen. Ich kann dann... den anderen zu mir rufen und der könnte mir dann helfen. Ich weiß nicht, ob der mich dann wieder umlegen kann oder so. Aber dafür, darauf spielen die vielleicht an, dass ich eine Menschlichkeit brauche. Da steht hier ein ja. Nächster. Erstmal brauchen wir hier unser ein, das war der falsche Knopf. Das war's wert. Ja. So. Genau reingerollt. Das soll mir mal einer nachmachen. Ich bin aber auch selten doof. Ja. Irgendwie lief das eben besser.
Ich weiß doch, ich kann blocken, Junge. Dann sollte ich das gleich mal tun. Jetzt aber hier hurtig. Ah. Ach ja. Also das lief beim ersten Anlauf definitiv um einiges besser. Jetzt scheitere ich ja schon an dem hier. Darauf erstmal einen Kaffee. Ah, komm, einen Versuch machen wir noch. Gut, also dran denken, ich kann den Typen abblocken. Ob ich ihn kontern kann, weiß ich nicht. Bei meinen Fähigkeiten im Kontern werde ich das auch gar nicht erst versuchen. Da müssen wir mit Blocken und Ausweichen und den ganzen Pipapo arbeiten. Wie ich eben feststellen musste, als der da mit dem Feueratem auftauchte. Ich wollte ihn zwar ausweichen, aber dann dreht die Drecksau sich einfach hinterher und man rollt quasi ins Feuer rein. Peaks. In der Fussi. In der Fussi. Au. Ich geh wieder auf die Treppe. Auf Treppen kämpft man nicht. Ich will meinen unfairen Vorteil nutzen. Soll sie mir in die Füße pieksen. Ja. Genau. Diese Framerate-Einbrüche, die nerven so ein bisschen. Ja. Nein! Das gibt es nicht. Wie dämlich bin ich eigentlich? Meine Fresse, jetzt sind da schon wieder 5000 Seelen am Arsch. Könnte ich platzen. Ich könnte platzen. So, dann machen wir hier... Komm, hat ja eh keinen Zweck mit mir. Mann, ey. Kotzen, kotzen, kotzen. 5000 Seelen dahin. Weil ich an so einem scheiß Kackidioten verreckt bin, den ich vorher schon 5-mal niedergemacht habe. Teilweise ohne Probleme. Und jetzt sowas. Da könnte ich. Ich könnte. Ich weiß nicht wie, aber ich könnte mich vor den Kopf hauen. Ich laufe einfach mit Anlauf gegen die Wand. So, das habe ich mir verdient. Ja, komm, wir machen die Folge zu Ende. Hat ja keinen Zweck mit mir heute. Ja. Also, wir wissen, wir haben da so Gargoyles vor uns. Wir sind wohl offensichtlich kurz davor, die erste Glocke zu läuten. Und auch wenn wir keine Ahnung haben, was dann passieren, wollen wir das natürlich erledigen. Von daher, hoffentlich, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn wir hoffentlich dann die Glocken läuten. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss. Könnte ja schon mal unter Umständen anstrengend werden. Nein. Wir haben ja dazu gelernt. So, Junge. Ja, Mahlzeit zusammen. Wir sind zurück in Dark Souls. In der letzten Folge meine eigene Blödheit und meine dummen Ideen mich eingeholt haben und mich das Leben gekostet haben. Wir haben da so einen komischen goldenen Ritter befreit, wo ich im Nachhinein auch nicht sicher war, ob das jetzt eigentlich so die beste Idee war. Ein Busch. Ja, der hat uns dann mal, weil ich dann der Meinung war, auf den kannst du immer fröhlich einstechen,
das Leben gekostet. Oben aus dem Menü raus, so. Von daher... Autsch. Ja. Gut, ich muss erstmal meinen Geduldsmodus wieder anschalten. Der Dicke müsste jetzt wieder weg sein. Jetzt müsste jetzt nur noch genau... Dicke Moppel. Fangen wir wieder hier unten am Leuchtfeuer an. Wir hatten ja hier diese schöne kleine Abkürzung gefunden. So. Katschum. Ich habe dann beim letzten Mal auch mal festgestellt, ich habe jetzt quasi nur 10 Folgen dafür gebraucht, um herauszufinden, dass sich meine Ausdauer schneller regeneriert, wenn ich das Schild nicht oben halte, sondern wenn ich es runterlasse. Ist ja auch irgendwie einleuchtend, so ein Schild die ganze Zeit auf 7:30 hängen zu haben, das Königreich für eine Atombombe. War nix. Zack, 2 auf einen Streich. Ah, guck mal an. Autsch. Ja, meine Güte. Das ist aber auch eine Menge hier. So.